Hi Leute, heute gibt es wieder ein neues Checkexperiment für euch und ich bin deshalb mit meinem Checkexperimentiertisch auf dem Weg zu Vicky, meiner heutigen Herausforderin. Die ist Physikerin und hat mir schon mal ein Checkexperiment gestellt. Damals musste ich eine Münze und eine Feder gleich schnell fallen lassen. Und ich weiß nur, heute das hat irgendwas mit Frühstück zu tun. Frühstück und Physik. Bin sehr gespannt, was passiert. Und hier wohnt Vicky. Von Treppen hat sie aber nichts gesagt. Habt ihr keinen Aufzug? Vicky? Hallo? Oh, nee. Kann mir einer von euch helfen, bitte? Ja, Fabian. Danke. So, dann mal los. Ey, ich hoffe, das Frühstück ist fertig, wenn ich oben bin. Bei der Schlepperei kriegt man ja mega Kohldampf. Endlich geschafft. Toni, hey, hallo, cool, Vicky, dass du da bist. Ja, wie geht's dir? Sehr gut, ich freue mich. Wieder mit Wagen, wie ich sehe. Na klar, immer. Gucken wir mal, ob wir das Ding hier reinbekommen. Wo gehen wir hin? Darüber, oder? Da ist genug Platz. Kriegst du es hin? Sehr gut. Dann können wir hier auch gleich aufbauen. Ja, würde ich auch sagen. Klappst du das Bein hoch? Nein. So, was machen wir denn heute? Heute habe ich eine ganz besondere Aufgabe für dich. Und zwar, lieber Tobi, gebe ich dir schon mal diese Kugel. Und du darfst es dir hier auf der Couch gemütlich machen. Kugel und ich auf Couch, ja? So sieht's aus. Und wenn du dich jetzt mal noch ein bisschen darüber lehnst, dann kannst du die Kaffeemaschine und den Toaster sehen, gell? Ja. Und das Ziel ist es, dass du heute von der Couch aus die beiden Geräte dort hinten anschaltest. Also, die Geräte sollen angeschaltet werden? Genau. Und ich soll dabei auf der Couch sein und die Kugel benutzen? Genau. Na, dann hole ich mir doch einfach die zwei Sachen hierher. Das geht nicht. Und zwar, die beiden Küchengeräte sollen bleiben, wo sie sind. Und du sollst auch auf der Couch bleiben. Aha, ich darf nicht mit Kugel zu Geräten gehen und die Geräte dürfen nicht zu mir und Kugel kommen. Und wie soll ich dann bitte von hier aus mit dieser Kugel zwar auch noch zwei verschiedene Geräte anschalten? Das gilt es heute für dich herauszufinden. Können wir uns die mal genauer angucken? Natürlich. Das ist sehr seltsam. Aha. Ich habe das hier für dich auch schon vorbereitet. Wollt grad gucken. Oh ja, Kaffee drin, Wasser drin. Und das schaltet man wahrscheinlich hier ein? Genau. Okay, ganz normaler Schalter und Toast auch ganz normal runterdrücken, genau. Dann toastet der. Und die Dinger soll ich irgendwie mit der Kugel anmachen? Genau, also das Ziel ist auf jeden Fall, die Kugel zu benutzen. Ja, aber ey, ich kann ja nicht von da werfen, ich zerstöre deine komplette Wohnung. Das wollen wir vermeiden, das heißt, du müsstest dir schon was anderes einfallen lassen. Okay, also einfach so, glaube ich, funktioniert das nicht. Ich muss mir wahrscheinlich irgendwas bauen oder so. Was darf ich denn verwenden? Also du kannst gerne alles benutzen, was du hier in der Wohnung findest. Du kannst auch gerne unten im Keller schauen oder im Hof. Ja, dann gucke ich mal, ob ich was zum Basteln finde. Tu das. Komm wieder. Tschüss. Ich darf also alles benutzen, was ich in der Wohnung und im Haus finde. Und ich habe auch schon eine erste Idee. Vielleicht finde ich ja hier das Passende dafür. Nee, oder eher hier? Ha, das sieht gut aus. Ist nur ein bisschen kurz. Aber damit könnte es gehen. Vicky, guck mal, was ich gefunden habe. Okay. Hier so zum Putzen. Interessant. Und die hier kann man sogar so richtig weit ausziehen. Und dann kann ich nämlich da vorne die Kugel dran machen. Und dann habe ich mir gedacht, baue ich hier noch eine Verlängerung. Und dann kann ich so über Eck die Geräte anschalten. Und die Kugel ist vorne und schaltet die Geräte an. So. Zuerst die Kugel auf der Spitze des Stabes fixieren. Dann den Besen im rechten Winkel anbringen. Der gibt mir später mehr Stabilität. So könnte es funktionieren. Ja. Und dann gucken, ob ich an die Kaffeemaschine und an den Toaster rankomme. Ich habe wirklich Angst um meine Kaffeemaschine. Eins, zwei, drei. Oh, das ist so anstrengend. So sieht's auch aus. Oh, meine Wohnung, oh Gott. Okay. Ich bin nicht mal an der Anrichte. Hui, 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 oh Gott. Meine Küche. Aber dir fehlt echt noch ein ganzes Stück, glaube ich. Oh, krass. Kannst es auch nicht mehr halten, gell? Vor allem fehlt mir die Kraft, den Stab ruhig und präzise zu halten. Ey, wieso ist denn das so schwer, wenn man das Ding ausfährt? Ich meine, eigentlich dieser Schrubber wiegt ja nichts. Du hast ja diese Kugel vorne an deinem Stab befestigt und das gefühlte Gewicht der Kugel sozusagen vergrößert sich halt, je länger du deinen Stab machst. Und irgendwann kannst du es dann halt gar nicht mehr halten. Ja.
Je länger also die Stange ist, desto mehr Kraft brauche ich, die Kugel in der Luft zu halten. Und ich hatte ja gerade eben schon nicht genug Kraft. Ich muss mir also was Neues einfallen lassen. Das hier sieht doch gut aus. Ich habe eine super Idee. Perfekt. Oh, Tobi, du bist ja wieder. Ach, du großer Gott. Hui. Kannst du mir was abnehmen? Ja. Sehr gut. Interessant. Danke. Folgendermaßen. Aus diesen Rohren hier kann ich mir ein super Tunnelsystem bauen, ja? Ja. Das von da hinten genau hierher führt. Und zwar genau so endet, dass die Kugel auf dem On-Off-Schalter landet. Muss auch noch den Toaster anmachen. Mist. Okay, aber das kriegen wir auch hin. So. Die Kaffeemaschine stelle ich auf eine Erhöhung. Den Toaster unten drunter. Warum, seht ihr gleich. Die einzelnen Rohre fügen wir zu einem langen Rohr zusammen. Und dann richten wir das lange Rohr so aus, dass die Kugel genau auf Höhe des Anschaltknopfes ankommt. Also ich schmeiß das hier rein, ja? Ja. Dann brauche ich viel Schwung, aber dann rollt es hier entlang. Bergauf. Bergauf. Mhm. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ja. Achtung, die Kugel kommt hier raus. Ja, okay. So, prallt dann, weil sie viel Schwung hat, gegen den Ein-Aus-Knopf der Kaffeemaschine. Die geht an. Hier ist genug Platz, dass sie dann von da genau runterkullert und genau hier drauf trifft. Zack. Okay. Toaster an. Gute Idee. Vicky, bereit? Ja. Bist du bereit? Ich pfeffer die hier richtig rein, ne? Okay. Zeig mal. Eins, zwei, drei. Ja, gar nicht mal so schlecht. Bis hier, glaube ich, hast du es geschafft. Fehlt noch 1 bis 1,5 Meter. 1,5 Meter noch. Ein Versuch noch, ne? Ja. So fest ich kann. Ja. 1, 2, 3. Also so funktioniert das definitiv nicht. Komm mal mit an deinem Tisch. Ich zeig dir mal was. Okay. So, was ist das jetzt hier? Genau, also wir haben jetzt hier einfach mal so ein kleines Modell. Und jetzt stell dir mal vor, das hier ist dein Rohr. Mhm. Hier ist deine Kugel. Zeig mir mal einfach, was du gerade gemacht hast. Ich bin hier, da ist die Kaffeemaschine. Und ich habe versucht, es genau dahin zu rollen. Und es kam aber immer wieder zurück. Genau, und das ist einfach, weil wir die Erdanziehungskraft haben und üblicherweise die Sachen einfach immer nach unten wollen. Wir stehen auf dem Boden, nichts fliegt in der Luft Richtig. Rum. Die Sachen sind immer fest. Genau, die Erdanziehungskraft zieht nach unten. Wenn ich also jetzt meine Kugel hier einfach bergab rollen lasse, kommt sie auf jeden Fall hinten an, aber eben irgendwo auf dem Küchenboden. Dann bist du auf dem Küchenboden, aber jetzt überleg dir mal, ob wir das Modell einfach zweimal einsetzen könnten. Du meinst, dass man hier das Rohr nutzt, um mit der Kugel schon mal zur Küche zu kommen? Ja. Und dann oben auf der Anrichte nochmal so ein Modell vielleicht in kleiner hat. Ein bisschen kleiner, ja. Das auf die Kaffeemaschine zurollt. Genau, das heißt, wir haben zweimal dieses Modell, einmal in groß und einmal im klein. Das einzige Problem, was wir haben, ist halt der Höhenunterschied. Mhm. Aber mit Hilfe der Energieübertragung, die Kugel ist aufgeladen mit Bewegungsenergie, mhm. kannst du diesen Höhenunterschied überbrücken. Also wenn ich unten quasi mit der Kugel, die mit Bewegungsenergie da ankommt, irgendwas zum Beispiel umschmeiße, dass oben wiederum eine schon bereitstehende Kugel loslegen lässt, dann nennt sich das, wie hast du das genannt? Energieübertragung. Energieübertragung. Du überträgst einfach, kannst sich das auch ganz logisch vorstellen, du überträgst Energie von einer Sache auf die nächste, von einem Gegenstand auf die nächsten. Das heißt, wenn ich eine mit Bewegungsenergie ausgestattete Kugel, die hier, aus meinem Rohr kommen habe, dann könnte sie hier irgendwas aktivieren, nenne ich es mal, ja. das oben wiederum eine neue Bewegungsenergie auslöst. Genau. Für den Bau meines nächsten Versuchs habe ich im Keller vorhin schon das Passende gefunden. Yep, sieht gut aus. Vicky positioniert schon mal das lange Rohr. Hier soll gleich ein Ball durchrollen, der seine Energie dann an die Kugel weitergibt. Bist du wieder da? Ja. Hui, was hast du da mitgebracht? Cool. Ich glaube, dein Spielzeug von früher ist das. Hast du das im Keller gefunden? Ja, und hier noch so eine Bahn. Ich dachte, mit der kann man genau schon mal auf die Kaffeemaschine zulaufen. Und wir bauen hiermit einfach so zwei Türme. Mit so einer Art Regenrinne? Oder was ja. ist deine Idee? Okay. Oder? Ja, finde ich gut. Was hältst du davon? Oben auf dem Küchentisch bauen wir das gleiche System nochmal in klein. Damit die Kugel dann auch im richtigen Moment losrollt, muss sie erstmal mit einer Sperre festgehalten werden. Die Sperre
verbinden wir mit dem Brett hier. Kommt dann der Ball gerollt, schmeißt er das Brett um und die Kugel rollt los. Genau, also du hast jetzt deinen Ball, der fällt hier durch, stupst das Brett an, du hast eine Energieübertragung, es überbrückt sozusagen unsere Höhendifferenz, die wir hier haben. Dadurch wird die Kugel in Gang gesetzt und du hast sozusagen einfach eine schöne Energieübertragung von unten nach oben. Genau. Hoffen wir mal, das funktioniert. Los, wir probieren das jetzt. Daumen drücken, ja? Vicky, guck mal, das ist der Ball, den ich gefunden habe. Ja. Den jage ich durch unsere Rohr und dann komme ich vorgerannt. Sieht passend aus, ja, okay. Mal gucken, ob du es schaffst. Bist du bereit? Ja. Also dann in 3, 2, 1, los geht's! Die Kaffeemaschine läuft! Immerhin! Aber mit dem Toaster hat es noch nicht so gut geklappt. Aber ey, das ist ja schon mal ein Top-Ergebnis. Wie cool! Durch die einzelnen Energieübertragungen wurde die Sperre tatsächlich gelöst und die Kugel kam ins Rollen. Ich glaube, die Sache ist die, wir brauchen was, was an diesem Griff reißt. Weil wenn es nach unten reißt wirklich, so, dann geht es auf jeden Fall über die Toastersperre drüber. Oh Mann, ich war wirklich verdammt nah dran an der Lösung. Vicky gibt mir zum Glück noch einen letzten Tipp. So, und das ist dein Tipp? Genau, das ist mein Tipp. Was man hier sehen kann, sind Dominosteine, die quasi nacheinander aufgereiht sind. Und was passiert, wenn ich jetzt einen anstupse? Dann wird der getroffen, fällt wiederum um, der wird getroffen, fällt um und so. Ich liebe das, wenn das passiert. Genau, du hast quasi das Gleiche eigentlich wie vorne auch schon mit deinem Brett. Du hast einfach eine Energieübertragung von einem Stein zum anderen. Okay. Was wir vielleicht benutzen können. Wir versuchen das jetzt mal. Hey! Yeah! Und glaubst du, du kannst das vielleicht irgendwie benutzen? Das könnte mir, glaube ich, sehr gut helfen, wenn ich mir überlege, dass wir die Kugel, nachdem die Kaffeemaschine angemacht wurde, sagen wir mal, gegen ein Buch leiten. Ja? Das Buch kippt um, fällt auf ein zweites Buch, das fällt um und so weiter. Und das letzte Buch ist mit einer Schnur an dem Toaster-Ding festgemacht, fällt zum Beispiel von der Anrichte und zieht dran. Dann wäre dein Toaster an. Die Bausteine von Vickys Modell sind natürlich viel zu leicht. Wir nehmen deshalb Bücher. Außerdem brauchen wir noch ein Rohr, durch das die Kugel später fallen soll. Die Bücher stellen wir von klein nach groß auf und verbinden dann noch den Hebel des Toasters und das größte Buch mit einem reißfesten Faden. Also, Vicky, ich glaube, das ist der finale Aufbau. Ja, ich finde, es schaut richtig schön aus. Es sieht super aus. Ich hoffe, es funktioniert. Der Ball kommt gegen das Brett. Ja. Wieder wird sich die Tür lösen und die Kugel läuft hierher, schaltet die Maschine ein, kommt danach durch diese kleine Röhre auf das erste Buch. Das überträgt durch den Fall seine Energie aufs zweite und so weiter. Dann stürzt zum Schluss das große Buch hier runter. Der Toaster wird eingeschaltet, weil wir ihn hinten festgetaped haben, bleibt er aber oben stehen. Sehr gut reagiert, vielen Dank. Ich helfe, wo ich kann. Und dann müsste alles funktionieren. Ich bin bereit. Dann starten wir das Checkexperiment, oder? Dann starte ich hiermit das Checkexperiment. Vicky, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Zählen wir runter, oder? Okay, 3, 2, 1, los! Hat funktioniert. Yeah! Geschafft! Experiment gewonnen, Mann! Kaffee läuft durch, der Toast toastet. Das heißt, wir können gleich frühstücken. Ich freue mich, ich habe auch richtig Hunger. Ey, was für ein cooles Experiment. Vielen Dank. Gerne. Und ihr macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.